Ist es hier live oder ist es, was ist das hier? Was ist hier los? Hallo, was geht? Herzlich willkommen. Es ist Freitag. Wir streamen Subnautica erstmal. Später vielleicht noch irgendwas anderes. Mal gucken. Kann auch sein, dass wir gar nicht so lange streamen, weil wir das Spiel durchbekommen haben. Wer weiß, keine Ahnung. Ich zumindest weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es ja. Herzlich willkommen. Hallo? Im Stream. Zum zweiten Mal. Wir spielen Subnautica. Geil, oder? Also. Wir haben letztes Mal es endlich geschafft, unseren Zyklopen zu parken, da wo wir ihn haben wollten. Haben aber vergessen, als wir mit der anderen Motte zurück zur Basis gefahren sind, dass wir eigentlich die Tauchmodule mitnehmen wollten. Das Ding ist jetzt, was mich interessiert, Thema Tauchmodule. Da habe ich nämlich vorher gar nicht dran gedacht. Was passiert, wenn ich diese Tauchmodule rausnehme aus einem stillgelegten Fahrzeug oder was auch immer? Geht dieses dann kaputt? Das ist die Frage, die ich mir stellte. Weil, wenn dem so sein sollte, habe ich ein riesiges Problem. Dann muss ich nämlich die ganzen, sagen's schnell, Tauchmodule komplett nochmal neu craften. Ist jetzt nicht so mega schlimm. Aber ich würde es zuerst gerne probieren wollen, ob es nicht funktioniert, die auszubauen, während der Motor aus ist. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen. Ich zeige euch, was ich meine. So, Hallöchen. Wir spielen erstmal weiter. Und zwar. Greenscreen ist alles in Ordnung? Ja, perfekt. Achso, ich bin immer noch krank. Ich bin immer noch krank. Ich mache mich mal eben gesund. So. Das blasse Gerippe hier, das muss ein bisschen Farbe ins Gesicht bekommen. Nice. So, bin wieder gesund. Ein Wunder. Also Leute, Subnautica. Meine Nemesis. Mehr oder weniger. Denn ich hasse ja tiefe Gewässer. Aber ich krieg mich ein bisschen gewöhnt an die Sachen. Einen Reaper nach wie vor nicht, den hasse ich wie die Pest. Warper ist okay. Ist in Ordnung. Die Ghost Reaper sind okay. Den Seedrachen habe ich bisher noch gar nicht so großartig. Den habe ich nur einmal kurz gesehen und dann auf Abstand gegangen, wie es sich gehört. Mehr ist auch noch nicht bekannt, weil ich hatte das Kyranit gefunden und ein bisschen was abgebaut und in meine Taschen reingebuttert. Und ab dem Moment dachte ich mir, ganz ehrlich, ich bin versorgt. Ich komme klar. Jetzt wäre das Ding. Ich glaube, ich mache das sogar so. Ich werde für den Zyklopen und für den Krebs die letzten Module bei mir fertig bauen. Dann später mit der Motte wieder runterfahren. Dann wechsle ich die Teile dort aus. Leider, also ein bisschen Waste ist halt dabei. Aber ich komme wenigstens mit dem Zyklopen und mit dem Krebs voran. Das ist mir eigentlich das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Ich muss mir noch was überlegen zum Thema Essen. Ich weiß nicht genau, wie lange gesalzene Fische halten. Gehen die irgendwann kaputt? Das würde mich tatsächlich noch interessieren. Weil wir werden unten, da wo der Seedrache ist, muss ich mir einen Überblick über die Höhle verschaffen und muss zeitgleich sogar die nächste Höhle finden. Weil wir wollen ja in die Forschungseinrichtung. Ne? Wichtig, wichtig. Es gab die eingestürzte Degassi-Basis, die haben wir gefunden. Es gab diesen kleinen Forschungsraum, den hatten wir gefunden, in der Nähe vom Geist-Leviathan-Wald. Wir haben, ja, eigentlich alles andere gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob mir noch irgendwelche Sachen schnell. Ich guck gerade mir, ich habe das Ding wieder zu hoch, ne? Ja. Noch irgendwelche PDA-Einträge. Habe ich das Gefühl, dass mir doch noch welche fehlen. Und ich würde gerne alle haben, weil ich die Story halt super finde. Ich zock das Spiel wegen der Story, seien wir ehrlich. Zerstörungstiefe, ja, okay. Maschineneffizienz. Das sind die Sachen, die jetzt momentan woanders liegen. Also, ich gucken gerade mal. Da unten ist der Zyklop und da ist gleichzeitig auch unser Krebs drin. Und da unten ist auch der Lebensbaum. Da wollen wir nochmal hin. Und ja, wie schon gesagt, müssen wir bauen. Aber. Ich glaube, das Zyklop-Tauchmodul kriege ich nur im Zyklopen hin.
Für den Krebs ist das nicht so schlimm, weil für den Krebs gibt es das Tauchmodul hier, was machbar ist. Und dann könnte ich dann hier weiter modifizieren auf 2. Problem an der ganzen Sache ist, beim Zyklopen geht das nicht. Plaststeuerbaren Kyanit kann ich nicht beim Zyklopen bauen. Und wenn ich das Modul 1 baue, muss ich nochmal zum Zyklopen runter und muss das Material mithaben. Das ist ziemlich viel Hin- und Hergeschwimme und etwas anstrengend. Und das Tiefenmodul für den Zyklopen, da. Plaststahlbarren und Rubin. Das heißt also, wir müssen Plaststahlbarren und Rubin zum Zyklopen runterbringen, müssen das dann dort bauen, dann wieder hoch, hier in unserer Hauptbasis, um es auf die nächste Modulstufe zu bringen. Etwas anstrengend, nicht? Ein bisschen. So, Kyanit haben wir zum Glück genug, das passt, Titan noch nicht so ganz. Das heißt, ich werde wieder nach Fragteilen scannen müssen. Nein, nicht sowas. Hö. Hä, was ist denn mit meinem Scanner los? Oder da fehlt aber ganz schön viel. Muss er noch laden? Ich weiß gerade legit nicht, was abgeht. Warum hat er so ein Problem damit? Geologische Daten Kyanit. Ein blaues Silikatmineral, das sich bei hohen Temperaturen und hohem Druck bildet. Es ist bis zu 1100 Grad hitzebeständig und thermoelektrisch, was es zu einem wertvollen Bestandteil von Wärmekraftwerken macht. Oh ja. Unverzichtbar in fortgeschrittenen Fabrikationen. Das ist nämlich das Ding. Wir müssen für den Krebs zusätzlich, das machen wir hier vorne, beim Zyklopen können wir das nur on board machen, einen Wärmereaktor bilden. Polyanethylen brauchen wir dafür. Das heißt, um dieses Polyanethylen zu bekommen, ihr wisst, was ich meine, müssen wir nochmal zu dieser Lifepod-Kapsel da hinten, weil ich habe, glaube ich, nicht genug. Ich habe ein Blut, Ding ist drüben in der, hier in dem, ne, hier drin. Ansonsten habe ich kein Blutgel mehr. Wie heißt das denn? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Es tut mir leid. Uraninit haben wir genug. Hier, ich sage euch, was ich meine. Polyanilin brauchen wir Gold und Salzsäure. Und für die Salzsäure brauche ich noch... Ne, Tiefenpilze waren das. Ich brauche Tiefenpilze. Aber auch diese Tiefenpilze gibt es beim Lebensbaum. Okay, dann wir machen das anders. Wir fahren nochmal zum Lebensbaum. Allerdings erst, nachdem ich das Krebsmodul der Stufe 2 habe. Den hier. Den muss ich mir noch mitnehmen. Den einen kann ich ja machen. So nämlich. Okay, als allererstes müssen wir eins am anderen machen, Leute. Heute müssen wir ein paar Objectives einfach nach und nach durchkriegen. Und danach können wir erst gucken, was wir dann sonst machen. So, das heißt, Chinese Kartoschkis in unseren Mund. Und was haben wir hier? Ein bisschen Salz. Und natürlich leckere Fluid, also Flüssigkeiten. Also, wir suchen jetzt nochmal ein bisschen nach Schrott. Und wenn wir Schrott haben... Achso, ich hatte den Feuerlöscher, um auf dem Krebs zu löschen, ne? Der ist ja sogar... Der hat einmal gebrannt. Da wurde uns ein bisschen die eigene Verletzbarkeit schmerzhaft vor Augen geführt. Aber passiert. Aber passiert. Das mit dem Zuchtbehälter und mit den Fischen würde ich sehr gerne nochmal ausprobieren wollen, um ehrlich zu sein. Sodale. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir hier noch Maschinenteile finden. Ein paar bräuchte ich nämlich. Oh, ein paar von den Viechern gibt es hier noch. Unfassbar, dass ich damals mal richtig Paras vor denen hatte. Und richtig Angst und so weiter. Und jetzt geht das halt alles super easy. Wisst ihr, wie ich meine? So krass. Aber das ist halt die Sache der Gewöhnung. Eine Sache, an die ich mich nicht gewöhnen kann, nicht gewöhnen möchte und nicht gewöhnen werde, werden die Reaper sein. Das schaffe ich einfach nicht. Aus dem ganz simplen, es ist ein komplett einfacher Grund. Du kannst einem Reaper nicht entkommen. Punkt, das war's auch schon. Das ist der ganze Monolog dabei gewesen.
Das ist der ganze Mund, also das ist die ganze Erklärung. Das ist alles. Mir gibt's, es gibt keinen weiteren Grund. Einfach nur, weil du diesem verdammten Reaper nicht entkommen kannst. Du kannst nicht sagen, Digga, ich bin mal weg. Ne? Der bleibt einfach da. Es sei denn, du bist im Zyklopen, da bin ich bisher noch keinem Reaper begegnet. Das würde ich aus Interesse halber, würde ich das mal wirklich machen wollen, um zu gucken, ob ich den mit meinen Abwehrmechanismen, ob ich den damit wirklich vertreiben oder verscheuchen kann. Das wäre nämlich wiederum super angenehm. So, hier hatten wir ja schon alles, genau. Ich bin, ne, Reaper-Verfechter Nummer 1. Da kenne ich nix, ganz ehrlich. So, ich lasse ein bisschen Salzablagerung fallen und trinke noch das letzte, damit ich den hier mitnehmen kann. So. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Titan brauchen, aber Plaststahlbarren. Das ist das Stichwort dazu. Plaststahlbarren ist einfach leider das Codewort zu unserer vertragten Situation. Einmal Lithium, einmal Titanbarren. Und wie kriegt man Titanbarren her? Da braucht man halt richtig krass viel Titan. 10 an der Zahl, oben ist ganz genau zu nehmen. Und die müssen wir uns jetzt irgendwie beschaffen. Das heißt, wir müssen erstmal richtig viel Titan konstruieren. Ups, das ist ja nicht verklickt. Dann mache ich die... Erstmal mache ich dann komplett den Krebs fertig. Beziehungsweise kann ich noch gar nicht, weil ich dafür dieses Polyanilin brauche. Passiert. So, einmal, zweimal. Alles nice, alles cool, perfekt. So, Lithium, 2 mal 2, also 4. 1, 2, 3, 4. Gut, dass ich noch so viel Lithium habe. Irgendwann habe ich das wie Sand am Meer gefunden und dachte mir einfach, wow, machst dir immer die Taschen damit voll und dann war's das. Und tatsächlich, bis heute musste ich es nicht nochmal irgendwie neu rankarren. Vielleicht ändert sich das ja nochmal, ich weiß es nicht. Aber zur Not habe ich halt Lithium in rauen Mengen verfügbar, also wirklich in rauen Mengen. Das ist, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. So, Krebsmodul. Krebstauchmodul sind hier, dafür brauche ich 3 Nickelerz, 2 Rubin. Das sollte gehen. Nickelerz habe ich mir auch ganz viel mal geholt. Oh, und so viel habe ich gar nicht mehr. So. Was hatte ich gesagt? Nickelerz und Rubin. Rubin hatten wir hinten im Spind. Ich habe keinen Spind für Rubin, ne? Aber das ist okay. Nickelerz könnte ich mir auch demnächst nochmal holen. Gibt's alles auch noch am Lebensbaum. Also völlig entspannt, was das angeht. So. Ja, muss ich machen. Alles klar. Da haben wir den einmal auf der Stufe 1. 900 Meter, Stufe 2300. Ne, Quatsch, sofort schon jetzt. Okay, 2 mal Lithium und 3 Kyranit. Dann machen wir direkt auf die maximale Stufe. Lithium, Lithium, Lithium. 1, 2, 3. 3 mal Kyranit. Oder 2 mal. Ich nehme mal 3 mal mit. Und dann machen wir direkt den Krebs auf die größte Stufe. Und gleich, wenn wir unten beim Zyklopen sind, können wir den Krebs dann schon mal ausbauen. Hier. Sichere Tauchtiefe bis zum Maximum. Das ist das wichtige Gerät, was wir hier brauchen, um zu Fuß klarzukommen. Seemottentiefenmodul Stufe 3 haben wir bereits. Für den Zyklopen wäre 3 super. Damit geht es bis zum Grund. Aber mir fehlt halt das Zyklopentiefenmodul Nummer 2. Und das Zyklopentiefenmodul Nummer 1. Das heißt, wir brauchen nochmal 2 mal Plaststahl. Wir brauchen nochmal Nickelerz. Wir müssen so oder so beim Lebensbaum ein paar Materialien mitnehmen. Da kommen wir überhaupt nicht drum herum. Das wird gar nicht anders funktionieren. Daher werde ich einmal kurz die Sachen abgeben, die ich nochmal hier habe. Auch das Kupfer. Das war Gold tatsächlich. Okay. Einmal Lithium. Da. Den Plaststahlbarren kann ich mit zu dem Titan einmal packen. Und den erweiterten Kabelsatz jetzt einfach auch. Einfach weil... Und die sind alle leer, habe ich gesehen, ne? Diese ganzen Energiezellen sind leer. Autschi, das war ja für den Zyklopen. Ja, ja, ja. Da war ja was. So, Tiefenmodulstufe 2. Ich packe die alle jetzt mal da rein. Den hier brauche ich ja vor Ort. Das jetzt nicht.
Die beiden auch nicht. Das Solargerät für die Motte brauche ich erstmal auch nicht. Die beiden Feuerlöscher. Dem Zyklopen sollte eigentlich nichts passieren. Egal. Machen wir trotzdem mal, um sicher zu gehen. Und steigen ganz kurz in die Morde. Hier hat er wieder neues Wasser mitgenommen. Perfekt. Den nehme ich mir auch mit, ganz kurz. Und einmal noch eben fett was essen, damit es mir gut geht. Nahrungsmittel, Sachen zu machen, wäre tatsächlich besser. Okay, wir haben gewisse Sachen nicht mehr mitgenommen. Das heißt, die Rumpfintegrität... Oh, der hat auch gar keine Energie mehr. Upsi. Vielleicht mal ganz kurz hier liegen. Wir haben seine Energiezelle ausgebaut, ich erinnere mich. Kann ja mal passieren. Sollte nicht, aber kann. Wir haben die Energiezelle von der Seemotte ausgebaut, weil wir damit unseren Zyklopen wieder in Betrieb nehmen wollten. Und ich habe halt komplett vergessen, die ganzen Sachen wieder zu laden. Das heißt, ich werde da nicht drum herum kommen. Ich nehme mir beide jetzt trotzdem mal mit. Ich werde die gleich nochmal austauschen. Schade, ich hätte es von Anfang an machen sollen. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen... Ach, ist ja schön, dass du jetzt Metallschrott scannen kannst. Weil das werden wir nämlich jetzt auch nochmal eben machen. Wenn ich jetzt schon mal ein paar Sekündchen eben raus bin. Was ist das hier? Oha. Welche Seemotte ist das denn? Welcome aboard, Captain. Never mind. Also wir haben eine Seemotte, die gerade funktioniert. Und da haben wir sogar alle Module drin. Das war die eine, mit dem wir von A nach B gegangen sind, ne? Perfekt. Ganz ehrlich, wisst ihr was? Ich nehme mir das Solarmodul. Ne, das nehme ich mir nicht mit. Die beiden kommen hier rein. Das Wasser lasse ich da. Den brauche ich ja. Die Energiezellen lasse ich da. Das ist ja nur ein schneller Hin- und Rückweg. Das sollte diese Motte problemlos schaffen. 79, das passt. So, wo müssen wir hin? In die Richtung, weil wir müssen zur Rettungskapsel ein paar Tiefenpilze mitnehmen. Das Inventar so heftig leer machen wie möglich, damit wir gleich umso mehr Tiefenpilze mitnehmen können. Ja. Man sieht, die ganzen Kreaturen hier haben schon dieses Bakterium schon heftig drauf. Also auch in ihren Interns. Und für uns natürlich nach wie vor ein riesiges Problem, weil auch wir haben sehr, sehr starke Symptome, weil wir ebenfalls bakteriell infiziert worden sind und das tut uns nicht ganz so gut. Deswegen müssen wir uns schnellstmöglich um ein Gegenmittel kümmern und die ganzen Hinweise deuten wohl darauf hin, dass immer tiefer wir gehen, wenn wir in diesen vulkanischen Aktivitätsbereich kommen, wo der Seedrache auch ist. Dort ist wohl der Hinweis oder der Schlüssel zum Gegenmittel, den wir brauchen, den wir so dringend brauchen. Aber ich habe gerade gesehen, diese Motte, in der ich gerade bin, die hat gar nichts. Sie hat nicht mal, die hat keinen Rumpf, die hat also keine Rumpfstärke, die hat keine Frachtkapsel, die hat überhaupt gar nichts. Die dient praktisch nur als Punkt von links nach rechts Sachen zu transportieren. Aber das ist völlig okay. Das ist völlig okay. So. Kommen wir hier schon zum Wald. Perfekt, hier gehen wir gleich drüber. Über den Rand. Dann haben wir hier einen Warper irgendwo, den hören wir jetzt auch gleich wieder. Wo ist er? Müsste da unten irgendwo sein. Und die Rettungskapsel. In der Nähe der Rettungskapsel. Überall Tiefenpilze. Und wenn nicht dann da, dann auf jeden Fall am Lebensbaum. Basis ist bei der Notenergie angekommen, oh je. Ah ja, Blutdinger wollte ich auch noch mitnehmen. Das kann ich auch noch machen auf dem Rückweg. Obwohl, auf dem Rückweg ist keine so gute Idee. Wisst ihr was, ich fahre zuerst zum Lebensbaum. Ich wollte nämlich den Zyklopen erstmal jetzt mit dem letzten Tiefmodul ausstatten. Dann haben wir das schon mal aus dem Weg. Und dann kann ich mir beim Lebensbaum noch ein paar Tiefenpilze und vor allem Nickelerz mitnehmen. Weil dafür lebe ich gerade. Tiefenpilze, hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt irgendwann mal leer laufen. Einen hatte ich noch irgendwo gehabt, aber nein. War leider nicht genug. So, zum Glück ist dieses super nice Gefährt, diese Modde, dafür da, so tief zu tauchen. Das finde ich immer ganz hervorragend. Auf der rechten Seite des Waldes ist da hinten der Ghost Reaper. Leviathan-Größe. Ziemlich ungeil. Deswegen halte ich mich da erstmal ein bisschen weg.
Weil wenn der angreift und vor allem hier die Motte ohne Rumpfverstärkung 82 Punkte. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da nicht so gut rauskomme aus der Geschichte. Daher gucken wir mal. Riesenhai ist zum Glück nicht lebend, sondern nur das Skelett. Also gar kein Problem. So, und es geht wieder runter. Hui, sieht super nice aus. Ich mag das total. Die Gegend und generell, wie die Spielwelt designt ist, ist halt wunderschön. Das ist einfach so. Auch wenn die Geräusche mich komplett paranoid machen und ich die Kreaturen unfassbar gruselig teilweise finde, so finde ich doch die Welt an sich und was die Entwickler hier geleistet haben an Design und Aufbau absolut beispiellos. Wunderschön. Wunderschön. Mit drei Ös. So, das, was ich so interessant und angenehm finde beim Lebensbaum, keine feindliche Präsenz at all. Also überhaupt nichts ist feindlich hier, gar nichts. Du kannst einfach die Motte hier stehen lassen und kannst einfach ein bisschen nach Tiefenpilzen tauchen. Das war's. Mehr passiert hier nicht. Die ganzen Kreaturen hier, die kümmern sich auf gut deutschen Scheiß um dich. So, und ein weiteres Objekt der Begierde, Nickelerz. Ich muss mir ein bisschen Nickelerz noch holen. Das Uraninit oder wie das heißt, das habe ich ja bereits schon in rauen Mengen. Ich weiß gar nicht, was es hier gibt. Silbererz. Okay, und Gold. Nee, unwichtig. Rubine kann ich noch mitnehmen. Und wenn sie haben, dieses erweiterte Schwefel, Magnetit, ja, vielleicht eins. Das ist dieses Uraninit. Kristallines Uraninit, das brauche ich nicht mehr. Ich habe davon jetzt erstmal genug. Aber es gibt etwas, das so ähnlich aussieht wie das. Das ist dieses, oh, Energiequelle ist schon. Ich habe das, oh, scheiße. Upsi. Ah, jetzt habe ich nicht richtig aufgepasst. Egal. So, Danax, ich grüße dich. Herzlich willkommen. Willkommen zurück im Stream. Schön, dich zu sehen. Was ich noch sagen wollte, es gibt so ein Schwefel-Einheit, so ein Schwefelnied oder wie das heißen soll. Und das habe ich bisher noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es das ein bisschen tiefer. Das könnte sein, dass wir darauf noch stoßen. Allgemein aber nicht ganz so wichtig. Zumindest bis jetzt. Ich glaube, für eine einzige Modifikation habe ich das irgendwie nochmal gebraucht. Aber ansonsten war das eigentlich alles ziemlich solide. Jetzt ist es halt nur dieses Nickelerz brauche ich jetzt und die tiefen Höhlenpilze, um die Salzsäure zu machen und daraus dann das, dieses Polyanilin zu machen. Und ich gehe gleich nochmal ganz kurz in den Krebs, weil wir eben dem Ding die entscheidende Modifikation noch einbauen wollen. Und danach sind wir wirklich Babo. Ausgeschrieben mit vielen Bs, vielen As, vielen Os. So, auch diese Dinger. Komplett süß. Die tun mir nichts, deswegen habe ich die schon gescannt, weil die einfach nichts machen. Der Lebensbaum wird mich tatsächlich noch ein bisschen mehr interessieren. Also die wissenschaftsrelevanten Hintergründe würden mich noch megamäßig interessieren. Aber mehr ist hier leider momentan noch nicht zu holen. So, Danax, wie geht es dir denn? Hey, wir haben Freitag. Das Wochenende klopft an die Tür. Ist das nicht ein Grund, fröhlich urinierend durch die Gegend zu laufen? Von mir ist auch ornanierend, egal was du für eine Art von Typ bist. Egal was du für eine Art von Exhibitionismus betreibst. Aua, heiß. Aua. So, Luft ist gleich verbraucht. Ich finde kein Nickelerz mehr, warum auch immer. Ich war ja schon mal öfter hier. Es kann schon sein, dass ich ein bisschen Piraterie betrieben habe in diesem Gebiet. Aber, nope, hier lässt man mich ein bisschen auf dem Trocknen. Und das will was heißen, weil wir sind unter Wasser. Hier bitte ein Badums einfügen. Es ist wirklich ein schönes Gebilde. Ja, ich weiß. Da kam ich im besten Moment online. Ach so, wegen dem trockenen Witz, ne? Droge, wie geht es dir? Herzlich willkommen im Stream. Dankeschön. Es ist Freitag. Danke, dass du da bist und, wie sieht's aus? Hast du Wochenend-Vibes? Geht's bei dir ab? Ich habe ein Testbild-T-Shirt an. Wenn ich mich bewege, fängt es an, im Bild zu krisseln. Nach allen Regeln der Kunst. Das habe ich natürlich extra gemacht, weil ich Lust habe, dass auch ihr ein bisschen
Video, wie, dass ihr ein bisschen visuell angesprochen werdet, beziehungsweise gechallenged werdet. Es soll ja immer nicht nur ich arbeiten, ne? Oh, ein Nickelerz. Oh, da werde ich belohnt. Da werde ich belohnt. Für meine dreiste Art. Ich habe nichts aus meinen Fehlern gelernt. Und Magnetit, ganz viel. Aber interessiert mich nicht. Ich möchte dieses Nickelerz. Wie viel Magnetit hatte ich eigentlich in der Basis? Ja, komm. Nehmen wir mal eins mit zum coolen Abschluss. Und dann gehen wir mal hoch zur Motte. Und ab in Zyklopen. Ich habe kein Wochenende, weil es muss morgen nochmal. Warum? Unfassbar. Ganz, also, Troll, ganz ehrlich. Kannst deinem Chef Bescheid sagen. Ich gebe dir für morgen frei. Das ist mit mir abgesprochen. Alles okay. Gar kein Thema. Alles easy. Für morgen darfst du dir ruhig frei nehmen. Darfst ruhig ein bisschen baumeln lassen. Ich hab mein Okay gegeben. Das sollte deinem Chef, glaube ich, reichen. Dafür habe ich danach 2 Wochen Urlaub. Oh, das ist schön. Ich muss nächste Woche wieder ran, leider. Kann auch sein, dass ich heute so ein bisschen ran muss. Wir haben leider einen blöden Zwischenfall bekommen. Die ganzen Überflutungssachen sind leider auch nicht spurlos an uns vorbeigekommen. Mein Vater hat seinen Laden in Leverkusen. Das ist der Hauptladen. Der ist leider unter Wasser gegangen. Und der Keller war bis zur Decke unter Wasser. Wir haben riesig großen Schaden leider erleiden müssen. Was nicht ganz so nice ist. Aber wir alle versuchen, das Beste draus zu machen. Und mehr noch, wie sagt man, weiterzumachen. Was anderes kann man nicht tun. Einfach weitermachen. Ja. Es ist richtig ungeil, leider. 626 immer noch. Perfekt. Keine Energie verloren. Seit meinem Trip. Es ist mies. Deswegen, ich bin so ein bisschen auf, wie sagt man, ich bin so ein bisschen auf Abruf, weil es könnte passieren, dass mein Vater irgendwie sagt, yo, Jung, jetzt gilt es, kannst du vorbeikommen, wir müssen irgendwie was machen. Kann es sein, dass das hier abrupt dann zu Ende geht, aber bis jetzt hat er mir gesagt, alles cool, mach du erstmal, weil ich immer noch im Urlaub bin. Aber das hat natürlich innerhalb der Familie, hat das keine Relevanz. Wenn du im Familienunternehmen bist, dann arbeitest du guckst nicht auf deine Uhr. Du hast keine Zeitstempeluhr sozusagen. Kann gut sein, kann aber auch schlecht sein, aber in den meisten Fällen natürlich gut, weil mein Vater ein ganz korrekter ist. Ja. So. Apropos korrekt, ich muss korrekt den Krebs ein bisschen reparieren, sehe ich gerade. Er hat ein bisschen was mitbekommen. So, hallo. Den kann ich nicht reparieren. Das ist echt scheiße, aber in Ausführungen kann man ja froh sein, wenn man selbst unbeschadet davon gekommen ist. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Wieso kann ich den Krebs nicht reparieren? Öffnen. Ich kann ihn nicht reparieren. Oh oh. Haha. Dann repariere ich ihn so. Ich kann nicht genau sagen, warum der Krebs die Möglichkeit hat, auf 1700 Meter zu tauchen. Kann ich euch nicht sagen, weil ich glaube, die höchste, die tiefste Stelle sind 1450 Meter. Warum 1700? Ich habe nach der Schule ein Mittagsschläfchen gemacht, jetzt habe ich Hunger. Was essen wir denn? Boah, das, wonach dir der Sinn steht, Trogge. Hast du zu Hause noch was du dir machen könntest? So, weiß ich nicht, vielleicht tiefgefrorene Chivapchichi so ein bisschen in der Pfanne anrösten und dazu ein paar Kartoschkis? Oder bist du eher so vom Typ her, ich habe Bock irgendwie was zu bestellen? Dann müssen wir uns die Frage stellen, hast du eher Lust auf Indisch oder auf Griechisch, Chinesisch oder sowas? Gibt's da irgendwas, wo wir dich ein bisschen mit locken können? Nein? Pasta, Pizza, Döner. Vielleicht möchtest du auch türkisch was haben oder so. Gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Du hast nicht viel da. Das ist natürlich schon mal eine erste eher verzwickte Sache. Warum habe ich eigentlich Plasterbahn und Rubin nicht mitgenommen? Da hätte ich mir den Zyklopen Tiefmodul 1 direkt hier machen können. Ich bin aber auch ein Herzchen, wirklich. Manchmal bin ich von meiner eigenen Intelligenz sowas von fasziniert und schockgestarrt, das glaubt ihr mir nicht. Plasterbahn kann ich auf keinen Fall hier nachbauen. Dafür muss ich zwingend wieder zurück in die Basis. Schade.
Naja, ist hier. So, wir machen das Licht aus. Du kannst nur Italienisch bestellen. Warum? Sprichst du die anderen Sprachen nicht so gut? Ich bin wieder flapsig unterwegs, wie ihr merkt. Welcome aboard, Captain. Yes, und es geht wieder zurück. Wir haben die Tiefenpilze, wir haben das Nickelerz, das reicht erstmal. Das Polyanilutylin wollen wir ja machen. Ich mache den Plaststahlbahn und das Rubin fertig. Wir müssen dann nochmal runter zum Zyklopen, das Tauchmodul 1 machen. Und dann sehen wir weiter. Du lebst hier am Arsch der Welt. Das ist aber nicht so schön. Das ist nichts gut, diese. Ich hoffe mal, dass du... du hast ja gesagt, du hast nicht viel bei dir, ne? Was hast du denn bei dir? Vielleicht fangen wir damit mal an. Wir werden jetzt einfach mal den Kühlschrankinhalt von Droggl etwas inspizieren. Visuell natürlich, hier über den Twitch-Stream und auch den Chat. Und schauen einfach mal, was Droggl denn so zu bieten hat. Nicht für uns, sondern für sich selber. In ihrem Kühlschrank. Sie lässt sozusagen essenstechnisch die Höhlen fallen und zieht sich vor uns kulinarisch komplett aus. Und wenn euch das angemacht habt, dann solltet ihr euch ernsthaft Gedanken machen. Ich schleiche mir in die Küche, ich habe noch Wraps da. Ich guck mal, was ich da reinmache. Und das ist eine gute Idee. Einige Wraps. Oh, hier sind Rubine. Aber ich habe die Taschen voll. Eine könnte ich nehmen. Eine glaube ich mir. Ich hatte nämlich nicht mehr so viele Rubine zu Hause. Also in der Base. Tomate, Mozzarella, Salat, Oliven, Peperoni. Oliven und Peperoni kannst du von mir aus weglassen. Das ist nämlich nicht so mein Jam. Aber Wraps mit Tomate, Mozzarella klingt schon mal richtig nice. Hast du noch ein bisschen Salat da? Ansonsten kannst du dir... du warst vegetarisch, ne? Hast du Ersatzprodukte bei dir? Ansonsten pack dir ein bisschen Salatdressing drauf. So ein Kräuterdressing, wenn du hast. Und dann wrapst du das einfach super nice ein. Und dann kannst du dir das oral geben. Bis gleich. Ah, das Blutöl will ich mir ja auch holen. Das Blutöl kommt auch noch. Keine Ersatzprodukte. Okay. Blutöl gab's hier. Da muss ich ein bisschen vor den Dingern aufpassen. Ich mach gerade mal das Licht aus. Das mögen die nämlich nicht so sehr. Blutöl muss ich mir holen für das Benzol. Aber jetzt erstmal habe ich den... So, wo haben wir den... Den Warper. Wo ist der denn eigentlich immer? Ich höre den immer. Aber da. Rechts. Der war rechts. Irgendwo rechts war der. Naja, egal. So, ein bisschen Blutöl, um das Benzol zu machen. Und auf dem Weg, das Blutöl zu machen, kann ich auch direkt nochmal zum Zyklopen runter und ihm das Zyklopentiefenmodul 1 erstellen lassen. Und mit dem Blutöl und diesem einen Tiefenmodul 1 fahre ich dann wieder zurück und mache das 2 und das 3 für den Zyklopen fertig. Und habe dann kann dann die Wärmereaktoren machen, weil ich das Polyanilin habe, zusammen mit dem Blutöl. Das klingt nach einem Plan. Ich habe das super anschaulich und sehr detailliert geschlussfolgert, muss ich sagen. Manchmal bin ich aber auch ein unberechenbarer Rabauke, muss ich zugeben gerade mal. Meine Güte. Ich kann echt von Glück sagen, dass diese fliegenden Inseln hier links, die hier, dieses Biom, hier, ne? Das sind die fliegenden Inseln, dass ich da diese Baupläne für den Zyklopen gefunden hatte. Ich wäre sonst wirklich noch ungelogen ein paar Stunden in dem Spiel versackt und hätte an den unmöglichsten Stellen gesucht. Wirklich. Wirklich wahr. War richtig schlimm. Oh, Prinz Luke ist da. Hallo, lange nicht mehr gesehen. Was geht? Wassermarsch. Ich bin im Wasser. Ich bin komplett im Wasser. Was willst du eigentlich noch von mir? Ich hab's verstanden, aber gleich, ich trinke gleich was, wenn ich in der Basis bin. Wie geht's dir? Willkommen. Wir spielen Angst Nautica. So. Bumm. Soll ich ganz kurz reingehen und mich aufladen lassen? Ja, komm, die eine Seemotte taucht momentan da unten. Dann gehe ich ganz kurz und werde eben die Seemotte aufladen lassen. Ist ja okay, die Basis müsste eigentlich genug Energie haben.
Gebe ich hoch. Danke sehr. Bisschen was mitbekommen hat sie auch, deswegen reparieren wir sie nur noch ganz kurz. Ich habe die Prüfungen endlich hinter mir. Endlich wieder Freizeit. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du denn schon, wie du abgeschnitten hast? Weißt du schon mehr von deiner Prüfung? Erleuchte mich ganz gerne. Ich würde gerne wissen, wie es bei dir gelaufen ist. Wo ist das Nickelerz? Nickelerz, da ist es. Brauche ich einfach. Verdammt wichtig. Rubin kann ich mir einen mitnehmen. Ich brauchte ja 3 plus den Plaststahlbarren. Magnetit hatte ich hier, glaube ich. Ja. Oh, da haben wir sogar noch. 1 Silber, 1 Gold. Aha. Silber war gut. Ich glaube, Gold haben wir schon mehr als genug, oder? Oh, es reicht auf jeden Fall. Okay. Aufgepasst. Wir haben das Krebstiefenmodul Stufe 1, was ich momentan gar nicht mehr brauche. Das heißt, wir legen das komplett ab. Wie unsere Kleidung. Was ist das? Zyklop-Maschinen-Effizienzmodul. Ach, ich hatte bereits einen. Das habe ich, glaube ich, irgendwo mal gefunden in der Zeitkapsel. Und ich, Idiot, habe es nochmal neu gebaut. Naja. So, das nehme ich nochmal alles mit. Jetzt kommen noch die beiden anderen Energiezellen dran. 1 und 2. Die müssen ja auch aufgeladen werden. Plaststeuerbaren und die 3 Rubinen habe ich. Perfekt. Die eine Energiezelle packe ich jetzt in die Motte unter der einen. Fachhochschulreife 2.0. Schnitt hatte ich etwas mehr gelernt. Wäre das 1,6, aber hätte Fahrradkette. Das heißt, du hast dein Ergebnis noch nicht, oder was? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich bin ein bisschen dumm, muss ich mir nachsehen. Du darfst studieren, das ist schon durch. Du hast dein Ergebnis schon, du darfst studieren. Ist das so? So, wir hatten hier schon alles. Naja. Ich warte noch, bis du mir das bestätigst, bevor ich jetzt hier... Ergebnis mit Zeugnissen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das freut mich. Sehr gut gemacht. Das freut mich. Luke, du hast es geschafft. Meinen Glückwunsch. Hier, Flosse. Komm, schlag ein. Ach so, weil du ja das ausgegeben hattest. Prost auf dich, mein Lieber. Lecker. Energie geht gleich aus. Wollte aber noch ein Plaststahlbarren und den Kabelsatz kann ich hier drin lassen. Heute gibt es doch die erste Impfung. Es geht bergauf. Ja, läuft ja richtig bei dir, Hammer. Es läuft ja richtig bei dir gerade. Das freut mich. So, Polyanilin. Ich möchte einen Wärmereaktor für unseren Krebs machen. Ich habe keine Energie mehr. Jetzt gehen die Lichter aus. Nicht gut. Reginald, bitte, halte durch, Reginald. Wir haben gleich wieder Power. Reginald, bitte, tu mir das nicht an. Ich brauche dich doch. Ich habe auch, glaube ich, keine Batterien mehr, ne? Ich habe, glaube ich, alle möglichen Batterien komplett in Sand gesetzt. Oh ja, aber sowas von. Ich war richtig gut drauf, war mal Wahnsinn. Also, dann wollen wir mal ein paar Sachen ausbauen eben. Energiezelle, Batterie entnehmen. Hier sieht's gut aus, die Energie ist noch da. Was ist hier mit? 98, das passt, das ist okay. 68, nehmen wir sie mal raus. Brauchen wir uns gerade eh nicht reparieren. Was haben wir noch? 100, 89, 100, 100, ja, und ja, okay, das passt, das reicht. Das habe ich in den letzten 2 Monaten Panik lernen verpasst, alles gut bei dir? Bei mir ist alles Wunderbärchen. Wir machen momentan unsere, kann man das sagen, so als kleines Projekt nebenher. Ah, kann man schon sagen. Machen wir eine Sims-WG. Haben wir geöffnet. Ein paar Leuten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Beziehungsweise macht sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob wir heute nochmal in die WG reingehen. Wahrscheinlich nicht. Ist aber nicht ausgeschlossen.
Ich hatte in den letzten Tagen halt Subnautica hier und da mal gestreamt. Ich glaube, wir sind im vierten oder fünften Stream. Und ich habe am Anfang richtig viel Probleme gehabt mit dem Game, weil es ja, wie gesagt, so eine Urangst vor mir ist. Hab mich aber an viele Sachen gewöhnen können. Ui. Und bin seitdem auf einem guten Weg, würde ich sagen. Wir sind fast am, ja, sagt man Ende des Spiels? Nein, ich denke, wir haben das Spiel schon zu über der Hälfte durch und befinden uns gerade so im letzten Drittel. Und es wird nochmal richtig spannend. Und ja, genau. Oh, noch mehr. Bisschen Riffrücken, keine Gefahr. In diese Richtung geht es ja ein bisschen jetzt mehr zu den Reapern. Da habe ich nicht so viel Bock drauf. Warum zeigt ihr mir eins nach dem anderen an? Wollt ihr mich jetzt zu den Reapern locken? Ihr kleinen Schweinchen. Tatsächlich. Nein, darauf falle ich nicht rein. Was haben wir noch gemacht? Es war Sims, es gab Subnautica. Wir haben... Was haben wir noch gespielt? Ich hätte dir jetzt einfach gesagt, guck mal auf den YouTube-Kanal oder halt in den Videos im Twitch-Kanal. Da gibt es die alten Aufzeichnungen noch. Aber ich bin halt ein guter Gastgeber, soll ich sagen. Aber ansonsten gab es nicht so viel Neues. Ich hatte eine Zusammenstellung für die meine Valorant-Stats bekommen und habe einfach für mich gemerkt, dass ich halt nochmal Bock habe, Valorant nochmal richtig reinzucashen, dass mich das Spiel nochmal richtig packen soll. Da habe ich Bock drauf. Ich habe mir letztens Sims 4 geholt. Das ist ein teures Hobby. Ja, ich habe zum Glück damals durch meinen Spieljournalismus schon viele DLCs jetzt schon. Mir fehlen halt alle DLCs aus den letzten 2 Jahren. Aber sonst habe ich alle. Nur Urangst Subnautica, ja. Als Zuschauer, selbst als Zuschauer habe ich da teilweise ein bisschen ein Problem mit, aber ich kann das gut nachvollziehen. Aber ich habe versucht, mich halt zu trauen, so gut es geht. Die Urangst sind halt tiefe Gewässer und damit komme ich halt nicht zurecht. Und beim Reaper ist es halt so, ich habe es am Anfang schon gesagt, vom Reaper kannst du nicht davon schwimmen. Wenn der dich findet, wenn er dich aufspürt, dann gehört dein Arsch, gehört ihm dann. Ohne Kompromisse. Und das finde ich immer ziemlich erschreckend. Ich habe Angst vor dem Jungen. Ich mag den nicht. Okay, wir haben genug für den Zyklopen, für das Zyklopentiefenmodul. Wir haben Sachen für den Reaktor? Fragezeichen. Ne, dafür brauchen wir das Benzol. Das war das. Wärmereaktor Polyanilin. Das Cyanid und den Kabelsatz habe ich ja. Das Polyanilin brauchen wir Benzol für. Und Benzol kriege ich aus dem Blut, Blutöl. Und das Blutöl ist auf dem Weg zum Zyklopen. Das heißt, ich kann das super verbinden. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich kann es jetzt schon machen. Ich bin schon wieder quer gepolt. Was habe ich eigentlich die ganze Zeit mit meinem Blutöl? Das tut mir sehr leid. So, ich brauche noch ein Gold. Zum Glück habe ich ja viel Gold da. Polyanilin. Klingt so, als wäre das perfekte Duo, um Barotrauma zu zocken. Barotrauma geht sogar noch, weil das mit 2D ist. Das ist nicht so... wie sagt man? Das ist nicht so immersiv. Die Erfahrung ist nicht so krass immersiv, finde ich. Aber hier, Ego-Perspektive, ne, das Ding springt dir praktisch mit dem nackten Arsch ins Gesicht, auf gut Deutsch. Ah, da habe ich Probleme mit. Ein bisschen habe ich da Probleme mit. Hört sich auch wieder krass an, was da draußen abgeht. Da sind wieder die Riffrücken unterwegs. Aber frag mich nach Sonnenschein. So. Wärmereaktor. Lädt Energiezellen heißen Umgebung wieder auf. Das ist einfach ein so verdammt wichtiges Modul bei 1200, 1300 Meter Tiefe. Ist nicht verhandelbar. Dieses Ding ist einfach eines der wichtigsten Module für den Krebs. Und zum Glück habe ich ihn. Das heißt, der Krebs hat jetzt momentan das Frachtmodul
das tiefe Modul 2 und kriegt jetzt den Wärmereaktor, das Wärmereaktormodul. Kann aber noch eins verbaut werden. Es kann noch eins bekommen. Aber welchen würde ich denn da nehmen? Das Krebssprungantrieb wäre super, aber kristalliner Schwefel ist mir nicht mehr untergekommen. Ich weiß nicht, woher ich das Ding bekomme. Keine Ahnung. Die Schubkanone nicht so wichtig. Den Wurfhakenarm hätte ich gerne gehabt, aber mir fehlt dafür noch die Blaupause. Den Bohrerarm habe ich zum Glück und das reicht mir eigentlich auch schon. Universal wäre eine Maschineneffizienz. Das könnte ich noch machen. Ja, Computerchip Polyanilin nochmal. Eine Dosis. Ah, Xeras mit Reefback Noises. Nice, oder? Die sollten eine Band gründen. Die Reefback Noises. Wie geht's dir? Herzlich willkommen im Stream. Wir sind gerade in den letzten Zügen, Xeras. Wir sind wirklich gerade dabei, so ein bisschen alles final zu machen, was final gemacht werden soll. Ich bin sehr gehypt. Bisschen müde und selbst auch. Bisschen müde hast du noch. Hast du noch gepennt? Du hast bestimmt noch programmiert, ne? Bis in die Nacht hinein. Komm. Brauchst mir nichts vormachen. Ich kenne dich doch. Wir brauchen noch einen Computerchip. Was war das nochmal? Tischkoralle, Gold, Kupferdraht. Haben wir einen Kupfer? Ja. Tischkorallen. Haben wir Tischkorallen? Ja. Haben wir ein Gold? Ja, wir haben alles da. Mir gefallen die Background Noises nicht. Spiel doch Despacito. Despacito? Was ist denn los mit dir? Nein. Ich brauch zwei Kupfer. Mit Teddy noch gequatscht gestern. Heute den ganzen Tag am Schaffen. Oh, okay. Aber Wochenende ist für dich jetzt am Start, also in greifbarer Nähe, oder? Oder musst du noch mal lochen? Ich finde die Audios, also von Subnautica, sind die Sounds einfach heftig gut. Ich finde das so. Ich muss wirklich sagen, als Entwickler haben die einfach so hammer was geschaffen mit diesen Geräuschen einfach. Das ist der Wahnsinn. Die Geräusche müssen sich nicht gut anhören, also gut im Sinne von, dass sie mir keine Angst einjagen. Die Geräusche müssen sich halt hochwertig anhören. Für mich hören sie sich halt ultra hochwertig an. Und auch wenn ich Panik vor oder Paras von denen bekomme, muss ich halt trotzdem zugeben, dass die Entwickler halt soundkulissenmäßig halt richtig scheiß gute Arbeit geleistet haben. Tut mir leid, muss ich leider admitten an der Stelle. Wochenende, Streambald ist halt aktuell im Kopf, das glaube ich dir. Ich kann dir leider nicht helfen, weil ich mich programmiertechnisch halt absolut nicht auskenne. Daher bin ich was verloren an der Stelle, das tut mir sehr leid. So, ich muss ganz kurz mit der Motte mich mal kurz ready machen. Ich muss das Blut, ich muss die Blutsachen holen. So. Ich bräuchte ein Ingame-Radio in der Station. Da unten ist es ja creepy in der Base. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist halt leider... Das ist Subnautica. Das Einzige, was du da haben könntest, wäre... Ah, ich habe keine Energiequelle. Das Einzige, was du da haben könntest, wäre der Communicator, der halt so ein bisschen dir Funksprüche durchgibt. Obwohl, ein Radio gibt es, glaube ich, als Item, oder? Bin mir nicht mehr so sicher, hundertprozentig. So, ich musste ganz kurz nur eben mein Reparaturgedingse aufladen. Bin gerade dran, einen Form-Editor zu bauen. Der dient später, um die Formulare für die Anwendung zu erstellen. Siehst du, da bin ich schon wieder raus. Da bin ich auch schon wieder raus. So, den kann ich da lassen. Was hast du eigentlich für Module drin? Sonar? Du hast ein Sonar drin. Du bist besser geeignet für die Fahrt als die andere Seemotte vor mir. So. All systems online. Mit dir werde ich fahren. Du wirst leider in die Basis zurückgehen. Du bist Seemotte 3. Du hast sowieso nicht viel zu schaffen gehabt. Jemals. Aua. Sorry. So, habe ich jetzt angedutscht? Ja, ich habe ihn angedutscht. Alles klar. Sonst, ja, wie gesagt, nur Tiefenmodul, damit ich mit ihm fahren kann. Alles andere, nischt. Ist aber auch egal. Brauche ich nicht.
Jetzt wollen wir ganz kurz nochmal schauen. Zyklopen, Wärmemodul. Ich weiß nicht, was der schon alles hat. Der Name kommt mir bekannt vor. War das die Fortsetzung? Ja, war es. So wie Xeras geschrieben hat. Energiezellen, mitnehmen oder nicht? Auf jeden Fall. Wir reden ja immerhin hier von einem Zyklopen, den ich energietechnisch mal wieder auf Maximum bringen muss. Und die andere nehme ich mit und werde die wieder hier in der Base aufladen, wenn ich zurückgehe. Die ist auch gerade am Rechargen. Die beiden nehme ich mit. Krebs, den nehme ich mit. Das Solar-Ladegerät, das kann ich direkt mal reintun in den Kollegen da vorne. Die Seemotte 2 bleibt halt einfach noch. Die Seemotte 1 haben wir leider durch einen tragischen Unfall verloren. Deswegen ist die Seemotte 1 nicht mehr für uns erreichbar. Aber sie wird auf jeden Fall für immer in unserem Herzen bleiben. Das ist schon mal klar. Die beiden kommen noch in den Krebs. Das sollte passen. Und dann mache ich in dem Zyklop mache ich nochmal das Modul 1. Dann kommen die beiden neuen Energiezellen rein. Und ich muss direkt mir ein paar Sachen durchgucken, sonst wird das hier ganz böse enden. Den Schildgenerator habe ich, den Sonar habe ich auch. Der Wärmereaktor war das Einzige, was mir gefehlt hat, weil selbst das Maschineneffizienzmodul habe ich schon drin. Der Krebs hat auch alles bekommen. Beziehungsweise der kriegt jetzt alles, bis auf den Sprungantrieb. Da fehlt mir der kristalline Schwefel. Aber das ist mir gar nicht so wichtig. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt noch brauche in meiner Motte, ist halt noch Blutdinger. Da kann ich jetzt noch 6 von den Blutölsachen sammeln. Für was ich die brauche, keine Ahnung, aber Benzol wäre einfach mal cool, es da zu haben. Und für den Zyklopen Nickelerz habe ich da, Kyanid habe ich da. Wird eine geile Runde, freue ich mich. Sag mal, vielleicht Bock auf Trackmania? Frag für einen Freund, der heute noch eine Runde mit mir BR-Mode spielen will. Den Battle Royale Mode, ist das der von der kostenlosen Version? Ich bin mir da immer nicht so sicher. Bin aber heute tatsächlich schon verabredet, Xeras. Das tut mir leid. Ich habe schon anderen Leuten zugesagt. Vielleicht, wenn du dran bleibst, ich guck mal, ob ich das dann auch streame oder so. Muss ich mal schauen, je nachdem. Wäre das vielleicht auch was für dich. Aber ich will noch nichts verraten oder keine Leute integrieren, bevor ich nicht mit den Leuten gesprochen habe, mit denen ich zocke. Muss halt mit den uncoolen Leuten spielen. Mache ich auch sehr ungerne. Diese uncoolen Leute habe ich auch wirklich, also ich zocke richtig ungerne mit denen. Hab da eigentlich gar keinen Bock drauf. Und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass du mich anfragst. Aber da ich ein Mann der Ehre bin und wenn ich Leuten etwas verspreche, das auch zusage, wenn es mir möglich ist, nicht wie bei DBD, wo ich absagen musste, weil ich die Nebenwirkung gekickt hatten von meiner zweiten Impfe, dann sind mir da leider die Hände gebunden. Kannst dich bei den Leuten bedanken, mit denen ich später zocke. Dave, du bist ja kein großer Souls-Fan. Ich nehme an, da ist nicht viel Vorfreude auf Elden Ring, oder? Ich habe das gesehen, Elden Ring, den Trailer. Und am Anfang sah es richtig cool aus, aber du hast recht, sobald die Souls-Elemente reinkamen, dachte ich mir, ah, okay, sowas. Und dann war mir die ganze Vorfreude halt weg für den Sack. Tut mir leid. War ich gar nicht hinter. New World interessiert mich tatsächlich, da würde ich gerne mal reingehen. Ich weiß, dass Xeras und Shio haben auch schon New World. Ich würde gerne mit euch da reinstarten, wenn das okay ist. Ich weiß nicht, wie viele es noch gibt von eurer Gruppe, die was starten möchten. Aber ich bin tatsächlich, ich bin gehypt, muss ich sagen. Können wir machen, das ist sehr gut. Wo war ich eigentlich gestern? Ich war gestern bei meiner Freundin. Wir hatten echt lustige Runden in DBD. Ah, das glaube ich. Ich hatte gestern, war ich noch unterwegs mit meiner Freundin. Die hatte Besuch von ihrer besten Freundin bekommen und dann sind wir später noch nach Bad Camberg gefahren in Hessen und haben uns ein bisschen ihre Childhood Area angeguckt, wo sie damals so ihre Kindheit verbracht hat. War ganz schön. War wirklich sehr schön. Deswegen war ich ein bisschen out of order gestern. Aber ich bin heute da. Ich muss morgen halt... Zupf dich! Da. Wie gefällt dir das, hä? Ich muss morgen meinem Vater helfen bei einer Sache. Das ist dann morgens bis mittags ungefähr. Und dann bin ich ab abends dann wieder da. Und werde dann auch von Samstagabend bis Sonntagabend eigentlich komplett zocken können. Deswegen Wochenende Ahoi sozusagen. Freue mich drauf. Souls Games sind gar nicht meins.
Das ist doch wie dieses Dark Souls, oder? Du bist also ganz ruhig an der Stelle, mein Freund. Ganz ruhig. Elden Ring soll ja recht anfängerfreundlich werden. Mir ist das wurscht. Ich finde Souls-like einfach übertrieben zu heftig, zu schwer. Und wenn das Game mich punisht für einen falschen Step, den ich irgendwie mache, dann ist mir das leider nicht wert. Das ist, wo man sich das Movement des Endbosses so krass merken muss, dass man dieses Game auf Biegen und Brechen durchspielen muss. Ich mag Games, wo man was erleben kann, wie das hier. Wenn das Game mich punisht für jeden einzelnen Fehltritt, den ich mache, holy shit, dann hätte ich ja auch keinen Bock drauf auf das Game. Fehler sollten gemacht werden dürfen. Für ein Souls-like-Game. Das könnte sein, aber dennoch ist es für mich nicht praktikabel, nicht spielbar, nicht wirklich. Kein Zyklop? Natürlich. Natürlich. Den Zyklop habe ich geparkt. Meine Seemotte ist momentan so ein bisschen unser, unser Rohstoffaustausch-Vehikel. Da kommen gerade die Rohstoffe, die ich gerade brauche, werde ich hin und her fahren. Und im Zyklopen werden dann später die Materialien gelagert, die ich in den unteren, in den unteren Gefilden, in den unteren Biomen dann zusammen sammeln werde. Und dann geht das Stück für Stück. Stück für Stück. Da vorne ist der Zyklop. Ui, der fliegt ja von rechts durchs links durchs Bild. Nice. Der Krebs bekommt sein Wärmemodul, sein Reaktor. Und ich werde im Zyklop ganz schnell nochmal ein Stufe 1 Tiefenmodul machen. Und das werde ich dann oben in der Base wieder auf das Maximum upgraden. Und ab da, glaube ich, sind wir good to go. Dann können wir unten rein starten und sind komplett easy. So. Ah, der Zyklop ist toll. Richtig tolle Maschine. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Am liebsten mag ich es, dass man mich nicht aus dem Zyklopen warpen kann und dass der Zyklop mit seiner Masse einfach auch Reaper in die Flucht schlägt. Beziehungsweise, es kommt ein Reaper und du denkst dir einfach, süß. Süß, was willst du eigentlich von mir? Ich liebe es. So, Energiezellen austauschen. Soll ja Bock machen, habe ich gehört. Hier noch ein 100er, da packen wir die 13er rein. Wir haben 1025. Wisst ihr was? Ich packe alles raus, was nicht 99 ist. So. Sollte ja trotzdem funktionieren, ne? Ist halt nur jetzt am Limit. Ist okay. Ich muss los, meine Spitzenangst zu überwinden. Das ist, das kann ich ja schon mal sagen, Prinz Luke, ist absolut kein Problem, weil das Gute ist, die Ärzte, die dort sind, sind absolut confident, was das Pieksen angeht. Weil, aus dem einen Grund, weil sie es schon den ganzen Tag machen. Du kommst dahin, ich habe bei beiden Malen nicht mal einen Pieks gespürt. Ich habe gar nichts gespürt. Die kamen an der Seite so was dran gemacht, also hier dieses Abwischen. Dann habe ich guck da ja extra nicht hin, weil dann weiß ich ja, wann der Pieks kommt, da habe ich auch keinen Bock drauf. Gucke ich irgendwo hin und dann halten die irgendwie so und dann, das war's schon. Die sagen, jo, das war's. Mehr ist es nicht. Übelst easy. Brauchst dir keine Gedanken zu machen. Ja, und natürlich viel Spaß und halte durch. jetzt bin ich gerade am Überlegen. Rumpf weg für Wärmereaktor? Oder Frachtmodul, weil ich muss ja die Sachen auch mitnehmen können. Ich will die ja in mein Inventar eher packen. Ich brauche eigentlich kein Frachtmodul für den Krebs, oder? Wie würdest du das machen, Xeras? Was würdest du wegnehmen? Verwertet Abwärme zur Reduzierung von Energieverlust. Kompatibel. Ja, Energieverlust plus Wärmereaktor ist halt eine geile Kombo, ne? Dann kannst du das Ding halt richtig lange benutzen. Rumpfpanzerung ist halt wichtig, falls ich irgendwie mal an etwas dran stoße, wo man mir sagt, yo, Bruder, auf dich habe ich Bock. Aber Frachtmodul? Macht das so viel Sinn? Die Batterie kann raus, wenn du unten bist. Echt? Das Maschineneffizienzmodul kann raus? Na dann. Dann habe ich die umsonst gemacht. Aber ist egal. So. Leere Energiezellen zum Aufladen. Vielen Dank. Lustig, dass er überhaupt nicht hier aktualisiert. Was ist denn los mit dir? Jetzt auf 100%. Passiert denn da jetzt mal was? Muss ich einmal wieder aussteigen, wieder einsteigen oder was? Hallo. Nimm mich hoch. Ich kann mich nicht mehr bewegen.
Ich kann mich nicht mehr bewegen. Habe ich jetzt echt das Game geschrottet? Nein. Oh, das ist aber nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, shit. Aber speichern kann ich jetzt. Soll ich speichern? Soll ich speichern? Macht das Sinn? Oder mache ich damit alles kaputt? Würdest du nicht machen. Oh, fucking hell. Ich zeig dir gerne, was passiert ist. Oh, was ist denn passiert? Gibt's einen Code, wo ich mich halt wieder rausbuggen kann mit irgendeinem Command? Geht das? Shit. Oh, nicht geil. 55 Minuten. Progress geht verloren. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Ich muss gerade mal googeln. Wie komme ich denn in die Commands und shit. Nee, es geht. Es gibt einen Konsolen-Command. Da kann ich mich warpen. 3 Meter nach vorne. Shit. So, danke Xeras. Ich guck mal gerade. Dieselbe Konsole? Nein, ich will die Konsole natürlich drin haben. Ich habe die Maus aber auch nicht, ne? Ah, shit. Haha. Shit. Das ist sehr ungünstig. Ich müsste mir noch mein YouTube hier aufmachen und dann ist alles nice. Warum passiert da nichts? Aha. Nicht gut. Okay. Was dir passiert? Ja, dir ist genau dasselbe passiert, ne? Du bist wegkatapultiert worden. Ach du Schande. Autschen. Das ist ziemlich uncool. Alter, du fliegst. Aber wie komme ich mit dem Command, wie kann ich mich teleportieren? Weil er lässt jetzt auch überhaupt nicht mehr zu, dass ich hier... Warte mal. Shit. Achso, ich muss F8 drücken für die Maus. Ah, okay. Oh, das ist gleich da drin. Okay, Moment. Ich muss gucken, ob es funktioniert. Ich muss es ausprobieren. So. Aha. Okay, Konsole funktioniert schon mal. Jetzt muss ich halt nur den Unstuck-Command rausfinden, ob ich jetzt den richtigen nehme oder nicht. Es kann jetzt böse enden. Weil ich habe gespaltet, so lange versucht rauszukommen, bis es einigermaßen geklappt. Ich versuch's jetzt.
Kann lustig werden, Leute. Halt den Clip-Button bereit. Warp forward 3. Aha. Replace 3 with whatever you need. Ah, okay, das ist cool. Also, Moment. Warp forward 8. Okay. Ich bin vom Bild auch stuck. Komplett. Wie es aussieht. Das ist lustig. Und ich verliere keinen Sauerstoff. Beziehungsweise nicht auf dem Bild. Wisst ihr was? Es gibt ja mehrere Speicherstände, die man hat bei Subnautica. Man kann ja den alten dann wiederfinden. Beziehungsweise den neuen löschen und den alten hat man dann. Deswegen speichere ich an der Stelle. Ich mache das jetzt wirklich mal. Und wir gehen nochmal neu rein ins Game. Und hoffen, dass da was passiert. Also. Oh, ist ja richtig böse gelaufen, ey. Vielleicht kriegen wir es hin. Bei 55 Minuten Progress wäre jetzt ultra ärgerlich. Das wäre jetzt wirklich mega ärgerlich, wenn das jetzt alles kaputt gehen würde. Nur weil ich viel zu, sag schnell, viel zu beherzt mit dem Krebs in meinen Zyklopen gesprungen bin. Autschi. So, scheint, als würde ich ein... Ich habe da Fleischwurst gehört, ja. Oh je, oh je. Okay, okay, okay. Sieht ganz nice aus. Ich schwimme in meinem Zyklopen. Das ist noch okay. Das ist noch okay. So. Rookie be reloaded. Was geht? Okay, es sieht gut aus. Ich glaube, wir haben's gelöst. Leute. Mir fällt ein bisschen Stein vom Herzen. Es hat funktioniert. Hat zwar ein bisschen gebuggt, jetzt gucke ich mal, ob der Krebs funktioniert. Oh, ich dachte gerade, jetzt geht's in die Map rein, Alter. Holy shit. Okay. Aber hat geklappt. Jetzt vorsichtig, vorsichtig. Alles klar. Uff. Ich weiß immer nicht, wie ich dich nennen soll. Luke Kiwi Reloaded? Luke? Luke? Ist Luke okay oder Kiwi? 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 Luke? Es tut mir immer voll leid. Ich versuche mir immer so kleine Synonyme einzuprägen. Funktioniert manchmal nicht immer, deswegen seht's mir nach.